Tag, liebe Leute, willkommen. Nee, ich muss anders anfangen. Ich muss wegkommen von diesem Tag, liebe Leute. Ist das so? Willkommen zu Halo 4, Teil Nummer 7 mittlerweile. Wieder mit dabei ist Dima. Das bin ich. Und Jan, das bin wohl ich. Wahr. Wahr ist dies. Und wir sind gleich in der Action. Ja, ich sehe schon, ey. Wir haben so lange Pause jetzt gehabt und jetzt werden wir gleich wieder zugeschissen mit Gegnern. Was ist da los, frage ich dich. Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, war irgendwie eine Stelle mit so einem Buggy oder so, wo du derbe abgeraged bist und dann irgendwie eine Zwischensequenz. Diese ganzen Scharfschützen. Ja. Aber die ist ja, glaube ich, war das Teil 5 sogar? Ja, das ist so das, was mir in Erinnerung geblieben ist. Das war eine ganz traurige Folge. Da ja. Haben wir nichts geschafft. Der ganzen Zeit. Oh Gott. Achso, hier gibt es ja noch keinen. Ich muss sagen, ich habe jetzt die paar letzten Tage ein bisschen hingespielt. Halo 5. Mhm. Natürlich ist mein Steuerungsschema wieder komplett für den Arsch. Ah ja. Weil Halo macht natürlich... Oh, ich habe keine Munition mehr. Aber gibt euch das! Aber ist Halo 5 nicht sogar vom gleichen Entwickler wie ja, Halo 4? Aber das, die haben es ja noch nicht immer geschafft, bei den ersten drei Teilen irgendwie das konstant zu halten. Wobei man sagen muss, die ersten zwei Teile waren ziemlich konstant. Mhm. Nur ist beim zweiten Teil ja durch dieses Dual-Wielding eine Taste dazu gekommen. Okay. Dass du halt Dual-Wielden kannst und die Waffen unabhängig voneinander nachladen. Das ist bestimmt cool und nervig gleichzeitig. Es geht. Du hast halt X und Y zur Waffenverwaltung. Okay. X zum normalen rechter Hand aufheben und nachladen und Y für die andere Seite. Okay. Und geht das immer noch oder wurde das entfernt mit den späteren Teilen ja. Dual-Wielden? Das gab es noch im dritten Teil und dann ist es wieder komplett rausgenommen worden jetzt. Ich habe schon wieder überhaupt keine Munition und bin runtergefallen. Ja. Wie dumm ist dieser Raum? Es kommt hart auf hart hier. Plotsch. Wie dumm ist dieser Raum? Oh, guck mal, hier war ein Checkpoint. Ich dachte, das wärst du, der da rumliegt. Das wäre irgendwie witzig, wenn so alle Master Chiefs liegen, die jemals... Hallo? Okay, wir nehmen sie mal wieder mit. Ah. Es gibt ja ein Spiel, so ein Indie-Spiel namens Heidi. Oder einen dickbrüstigen und riesenärschigen Cyborg spielst. Mhm. Und das ist so ein bisschen Portal-mäßig. Wenn du stirbst, dann bleibt deine Leiche immer da, wo du gestorben bist. Oder halt auch, wo viele andere schon draufgegangen sind. Da liegt einfach so ein gigantischer Berg von diesen gut gebauten Cyborgs. Das ist eigentlich ganz witzig. Das ist wirklich witzig. Weil man hinterlässt halt immer Spuren im Level. Ja. Es ist halt auch bockschwer, das Spiel. Mhm. Weil es sich nur so semi-steuert. Es ist sehr, sehr steif von den Bewegungen her. Also sie hat so ein gewisses Moveset und das musst du halt abrufen. Mhm. Okay. Alter, wie viel diese auch einstecken. Ja, du warst nah dran mit der Muni, aber trotzdem noch nicht genug. Munitionsmangel ist allgemein hier so ein Problem, oder? Ja, extrem. Ich meine, ich habe für nichts Munition. Ich fand es immer cool bei Halo, dieses, du gehst durch, nimmst die Waffen, ich erzähle es ja fast in jeder Folge. Dieser schnelle Wechsel und du entscheidest damals, die und die Waffen nehme ich besser mit. Aber hier ist es so, wie bei Borderlands, diese Wegwerfwaffen, Magazinform braucht, kannst du wegschmeißen. Ja, aber du kriegst halt nichts Neues nach, das ist das Problem hier. Das fehlt hier, ja. Dieses viele Waffenwechseln wäre nicht das Problem, wenn ich auch mal Munition für andere Waffen bekäme. Aber ist ja nicht. Sowieso habe ich einen sehr interessanten YouTube-Kanal gesehen, der alle Halo-Spiele mal recapped. Oh, das Terminal, das war ein Fehler. Weil? Wenn es jetzt schlecht läuft, genau. Wechseln wir jetzt in den Halo-Chat. Was so dumm ist! Was? Habt ihr euch dabei gedacht, den Spielfluss mit so einer Scheiße Was ist das? Was ist das? Das sind diese Companion-Apps, die es für Spiele gibt. Und? Da habe ich jetzt was freigeschalten. Gucken wir uns das an. Das gucken wir uns jetzt an. Was habt ihr jetzt davon? Aber wann? Ihr wann, müsst mit uns leiden. Wessen Idee war das und wann ist das passiert? Also ich meine, das wurde eingeführt mit Halo 3, diese Terminals, aber da gab es ja, dadurch, dass es 360 war, gab es diese Apps noch nicht. Da hast du das einfach im Menü freigeschaltet. Hast du eine Meldung bekommen, hey, Terminal freigeschaltet. Jetzt wird immer automatisch dieses Ding angerufen. Du kannst es vor allem nicht ausstellen. Was ist das denn? Scheiße ist es. Das ist ja richtig
Vor allem, wie lange das dauert. Aber warte mal, warum? Also und das haben sie jetzt auch bis Halo 2, oder ist das sogar auch im Halo 1 Remake, in den ganzen Remakes ist das jetzt auch mit drin. Da stimmt was nicht, tut uns leid. Oh Gott, was ist das für ein Live? What the fuck? Was war das, ey? Was war das für ein Bullshit? Ja, also, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dieser YouTube-Kanal revisited all diese Spiele und guckt mal, waren sie denn gut? Wo sind ihre Fehler, etc.? Ach, das ist ein Fahrstuhl. Ihre Biowerte sind total durcheinander. Ist eine lange Geschichte, aber ich weiß jetzt, was ich auch. Die Bibliothekarin hat mich eingeweiht, als was war das denn? Redet nicht übereinander rüber, Leute. Ja, ist ja nicht so, als wären es 100 Leute oder nötig. Ihr habt ja Zeit. Es passiert ja nichts. Aber jeder muss unbedingt dringend reden. Ja, ja. So, da, sowas so ist doch kacke. Genauso wie diese Battlefield Companion Apps, die. Die sind ja noch, die Sachen, die du auf dem Handy hast von Ubisoft, die sind, oder EA? Ubisoft ist das. Oh, das ist ganz fürchterlich, wo du dann aber nur dadurch auch Sachen verschwendest. So, was soll? What the fuck? Haben sie dir gerade die Kamerasteuerung weggenommen? Achso, das war ein Teleporter. Ja. Gut, wir sind jetzt einfach auf dem Schlachtfeld. Hier waren wir doch schon mal, oder? Ja, irgendwie. Wie dumm ist das denn? Also, wenn du hier nicht hundertprozentig aufmerksam bist und denkst, ja, du gehst da durch, dann rechnest du doch nicht damit, dass du komplett woanders bist. Naja. So unkommentiert. Wir sind doch immer noch dabei, hier Captain Del Rio zu retten, oder was? Naja, die sind ja jetzt da. Deswegen sind ja hier so Kollegen. So, bringt uns das was? Ich finde es ätzend, dass sie diese Panzer immer mal wieder geändert haben. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, welcher Panzer was kann. Denn im ersten Teil war es einfach nur der Panzer, so wie er jetzt gerade kann schießen. Ja. Dann hatten sie irgendwann hier vorne drauf ein Geschütz. Och. Danke dafür. Wenn man vom Teufel spricht. Was man separat ausschalten konnte und sich dann nah ran arbeiten. So. Versuchen wir das hier. Sieht so aus, als würde so ein kleiner Junge so Spielzeugautos gegeneinander crashen. So die Physik ist so ein bisschen lalalala. Völlig random fahren die rum und crashen ineinander. Naja. Ja, die KI war nie die beste. Naja, für die damalige Zeit glaube ich schon. Also mit Vehikeln und alles. Funktioniert bei den Gegnern, funktioniert sie, aber bei unseren Leuten funktioniert sie halt nicht. Die haben die KI auch nie geändert. Das ist immer seit Halo 1 schon so ziemlich die gleiche KI. Ich glaube, nur ab Halo 5 haben sie versucht neu zu bauen, weil du dann ja in einem Squad unterwegs bist. Okay. Weil die KI funktioniert halt nicht, um dir aktiv zu helfen. Die ist nicht dafür ausgelegt, dir intelligent zu helfen. Und das ist ein großes Problem und das habe ich alles jetzt über diesen Typ da auf YouTube herausgefunden, beziehungsweise der hat das ein bisschen eruiert. Und das fand ich sehr interessant, ich glaube, ich werde den auch unten verlinken. Er hat nämlich zum Beispiel auch gesagt, und jetzt ist ja nichts Falsches, Quatsch, wie halt eben die ganzen Waffen hier funktionieren und wie vor allem dieses Checkpoint-System funktioniert. Aha. Weil manchmal wird ein Checkpoint einfach nicht aktiviert. Wie? Also du bist bei dem Checkpoint, stirbst und landest aber am vorherigen. Warum? Das ist ganz einfach. Da gibt es ein System drin, was guckt, ob bei diesem Checkpoint, wenn du ihn passierst, ob deine Umgebung sicher ist. Es gibt ja dieses, wenn du es Koop spielst zum Beispiel und einer von denen stirbt, dann greift dieses System auch und dann, wenn Gegner aber um dich rum sind, dann kann dein Kollege nicht wieder rein spawnen. Weil dann steht da, Gebiet ist umkämpft, beziehungsweise nicht sicher. Ja, das macht irgendwo Sinn. Und das funktioniert bei diesen Checkpoints genauso. Das heißt, wenn du ihn passierst, während da auch noch Gegner sind und du einfach durchläufst, sozusagen, das verhindert das auch so ein bisschen. Weil es, dann zählt es nicht. Aber zählt es nachträglich, wenn du die Gegner dann gekillt hast? Ja, ja. Und dann bei diesem Checkpoint ihn dann nochmal passierst, während keine Gegner sind. Okay, ja, das macht ja noch so halbwegs Sinn. Ja. Nicht, dass du einfach irgendwie den Checkpoint nicht kriegst und dann bis zum nächsten Laufen musst. Aber es wäre sehr schön, wenn man dir das mal sagen würde, dass du das mal raffen würdest. Ja. Weil du wunderst dich, wieso? Hier weiß ich doch, ist doch ein Checkpoint eigentlich. Ja, ja, genau. Man denkt so, man könnte so ein bisschen so ein Schlupfloch ausnutzen im Checkpoint-System. Wie so Dark Souls, ich renne durchs System. Ja.
Aber das umgeht das so ein bisschen. Was teilweise sehr intelligent ist, aber auch ein bisschen dumm. Sehr intelligent, aber auch ein bisschen dumm. So wie dieses Spiel. Ja. Ey. Ich glaube gar nicht, wie unbefriedigend dieses Spiel gerade ist. Ja, das ist so ein bisschen Bullet Sponges, du fährst random rum. Und vor allem, du musst furchtbar aufpassen, weil der rammt dich einmal, ist drei Viertel deines Lebens. Ja, viel einstecken kann man nicht. Ja. Obwohl das ein Panzer ist oder was auch immer, das ist irgendwie so ein bisschen, naja. Ja, ich meine, das wäre nicht so wahnsinnig viel aushalten, aber der hält mir halt sehr viel aus. Vor allem ist dieses System, hey, du gehst auf den Panzer, klammerst dich daran fest, reißt ihm die Deckklappe hier auf und... Dadurch wirst du selber verwundbar? Rams. Zack. Okay. Reißt ihm die Klappe auf und jagst ihm eine Granate rein. Das funktioniert hier so selten, bis gar nicht. Und das finde ich sehr, sehr ätzend. Bam. Zack. Ach, Ragdolls. Was wären Ragdolls wir noch ohne Ragdoll? Neutralisieren. Alles klar, ich neutralisiere. Neutralisiert. Schon wieder drei Dinger oder was? Nee, nur zwei diesmal. Okay, reicht ja auch, ey. Ja. Ist ja nichts, was wir noch nicht gesehen hätten in Spielen seit den 90ern. Ja, es ist vor allem nicht so, als hätten wir es nicht in der vorletzten Folge gemacht. Ja. Schon mal bei 7 Stück gefühlt. Ja. Astreine Farkens. Sagen wir einfach, es hat funktioniert. Ja. Und halt auch die Waffen sind so super generic geworden. Ja, schade. Ich meine, du hast genau die gleichen Waffen, nur halt mit einem anderen Design jetzt so von dem Ding. Das war halt damals auch nicht so. Da hattest du zwar auch Alien- und Allianz-Waffen, wo du sagen kannst, du hast das Maschinengewehr und du hast Plasma-Maschinengewehr, um jetzt mal grob zu sagen. Ja. Aber die haben sich dennoch komplett unterschiedlich gespielt, weil es halt unterschiedliche Munitionstypen waren. Mit Plasma lädt sich wieder auf, muss abkühlen. Etc. pp. Du kannst keine Munition für einsammeln. Oh, was muss ich nur machen? Ich weiß es nicht. Okay. Ah, grob in die Richtung. Okay. Muss ich hier was machen? Taktischer Nuke. Mir fehlen noch so ein bisschen die Scheuklappen. Er komplett unbeeindruckt. Mhm. Das ist auch so ein bisschen. Er hat null Reaktion auf irgendwas. Weißt du, dass er irgendwie auf die Sache reagiert, dass er sich kurz die Hand vor die Augen hält, weil es so hell ist oder irgendwas. Give me something. Nicht noch einmal. Hier geht es nicht mehr um uns oder das Schiff. Sir, wir haben gesehen, wozu der Didaktiker in der Lage ist. Wenn er diese Welt verlässt, ist die ganze Menschheit in Gefahr. Der Didaktiker, der Bibliothekar. Ich verstehe ja, was Sie zu sagen. Der Kunsttheoretiker. Bei allem Respekt. Also so die langweiligsten Gegnernamen der Welt. So. Nein, nein. Der Didaktiker, der Lektor. Wegen der Wahnvorstellungen eines alternden Spartans und seiner defekten KI aufs Spiel setzen. Sir, und wenn er recht hat? Dann glauben wir ihm einfach nicht. Navigation. Setzen Sie Kurs auf die Karte. Er weiß ganz genau, dass er Scheiße gelabert hat. Captain Del Rio. Warum Captain Del Rio? Ich weiß es nicht. Por qué? Sie werden diesen Planeten nicht verlassen! Okay, selber Schlampe. Dämon KI, PMS. Kommander Leschi, das ist immer so das Erste, so, PMS. Selber Zicke. Der KI zu entfernen und bis zur endgültigen Zuweisung einzulagern. Ich will nicht. Sie wollen nicht. Entfernen Sie sofort den Chip, Commander. Dieses Übereinanderreden hilft nicht der Geschichte. Nee, so wirklich. Er macht es schon. Alter, was ein Held. Einfach den Chip rausgezogen. Der Didaktiker muss aufgehalten werden. Zack, ab in den Kopf. Wenn sie es nicht tun, dann tue ich es. Reverse Headshot. Ich befehle ihnen, die KI abzutreten! Nein, Sir. Nee! Commander! Verhaften Sie ihn! Captain! Verhaften! Captain! Warnen Sie die Erde, dass Ärger ansteht. Cortana und ich tun hier was... Ärger steht an und es wird noch härter. Captain BSC. Del Rio ist auch ein bisschen cholerisch. Ja. Warum, was für der eine Nase hat? Ein Prachtzinken. Aber was für einen kaputten Knollen. Ja,
Ich meine, das ist doch das Erste, was in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn man so ein paar Boxmatches hinter sich hat. Das ist übrigens auch so eine Sache, die man kritisiert hat. Das Redesign? Nicht das Redesign, sondern ich kann Ihnen mehr dass als 40.000 einen Glimpse nennen, hast von dem Level, was als nächstes sagen, kommt und du überhaupt nicht mehr überrascht wirst. Okay. Der Rayleigh-Effekt des Senders passt nicht zur suggerierten Größe. Ihr Zyklus ist symmetrischer als der eines richtigen Sterns. Ich mag animierte Texturen, die so blinken. Aber trotz allem fällt mir gerade auf. Das ist mir zum ersten Mal aufgefallen bei Quake 3. Damals, Anno 98, also so Streifen, die halt irgendwie einfach nur so. Da, dann würde dir ja Nier total gefallen. Da sind die Gegner komplett. Ja, ja. In Nier fand ich auch ganz cool. Auch diese. Versprechen Sie mir herauszufinden, wer von uns beiden die Maschine ist. Diese. Ach Gottchen. Auch diese Bullets-Hell-Mechanik bei Nier ist derbe witzig irgendwie, dass die Projektile so dick sind. Ja, wie sieht Ihr Plan aus? Ich finde es sehr Infinity hat das Schiff des mit dem Vorschlag haben. Die gucken Story wir, wer von uns die Maschine ist. Es ist halt ein bisschen überraschend, wenn man davor nie dieses Thema auch nur andersweise angesprochen hat. Ja, so. Who cares? Nobody. That's the right answer. Ja, so vom Ding her. Ich bitte, dass Sie bei diesem Blutsvater. Die können halt keinen. Oder was immer er ist, falsch liegt. Kein Philip K. Dick, super deepes Science Fiction bringen jetzt nach drei Teilen, wo sie halt Alien, wo sie relativ simples Alien-Geballer hatten. Ja. Rette die Welt. Es gibt einen Krieg. Viel Glück. Beide kämpfen um das Gleiche, beziehungsweise. Ihnen beiden. Die Allianz will unbedingt was haben, greift uns deswegen an. Wir verteidigen uns, merken dann, okay, was hat die Allianz vor? Raffen das vor der Allianz und wollen sie dann auch noch aufhalten. Als erstes geht es ja, wir verteidigen uns nur und dann merken wir, scheiße, wir müssen sie sogar aufhalten. Wir müssen aktiv werden, sonst sind wir alle gefickt. Ja. Darum geht es ja im Grunde in den ersten drei Teilen. So. Der Didaktiker hat mit dem Erzeuger die Prometheaner aus Menschen der Überzeuger. Erstellt. Der Überzeuger. Just saying. Gebe ich euch so mit, macht was draus. Gibt es auch den Übersetzer irgendwo hier in dem Laden? Weil der muss da nochmal ran, glaube ich. Oh, fuck, ey. Ja, jetzt haben wir hier. Ich finde ja auch diese. Splatoon macht jetzt übrigens das gleiche, was Halo 3 macht. Ground Smashes und irgendwelche so check. Geschichten. Okay. Weiß ich nicht, ob ich das cool finde. So, aber jetzt, das war eine schöne Stelle. Da habe ich mich doch tatsächlich gefreut, das Ding mal fliegen zu dürfen. Weil die sieht man immer nur. Und das jetzt mal selber zu benutzen, ist ganz cool. Das ist das erste Mal, dass man das in der Halo-Reihe, okay. Delikat. Aber man hat ja immer. Die haben das immer ganz cool gemacht. Im Grunde war der Teil davor, hat das immer so ein bisschen geteased. Mhm. Und im nächsten Teil konntest du dann immer mehr Fahrzeuge benutzen. So was haben wir auch noch gar nicht häufig gemacht. Wir fliegen irgendwo hin. Das ist seit Halo 2 auch so ein Ding, was sie jedes Mal machen. Flieg irgendwo hin auf einer festen Station. Mhm. Mach was, flieg weiter. Punkte abfliegen. Ja. Dann gehst du in so ein Konstrukt, haust da alles kaputt und dann geht's weiter. So, währenddessen kommen hier immer noch ein paar Gegner, die wir kaputt hauen. Eine ordentliche Schussfrequenz hat dieser Pelikan. Ja. Brrr, so ein Minigun-mäßig, das ist nice. Wie so ein Vietnam-Helikopter. Dede! 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 Du bräuchtest so ein, jetzt hier diesen Valkyrenritt. Und dann hast du richtiges Vietnam-Feeling. Ja, oder was von Jimi Hendrix, ne? Stimmt. So, das ist Schub. Ich habe keine Ahnung, wie ich nach unten fliege. Ah ja, LB. Landen ist überbewertet. Einfach rein in die Tür wieder, wie schon die zwei Male vorher, die du versucht hast, durch Türen zu fliegen mit den Fahrzeugen. Ja, ich versuche das halt auszuloten. Warte mal. Ach, wir können hier auch noch gar nicht sprinten. Wie? Oder?
Können wir schon mal sprinten? Bin ich hier schon mal gesprungen? Weiß nicht. Ich bin komplett von Halo 5 kaputt gemacht. Ich glaube, man kann in 4 noch nicht sprinten. Das ist noch normal. Ja. Kannst du noch nicht zoomen? Also noch nicht Black Ops 3. Das ist so geil. Call of Duty, Black Ops 3. Was deutlich besser ist wie ein Halo 5. Ja, das glaube ich sogar. Nicht viel, aber... Besonders die Black Ops-Dinger sind ja eigentlich immer ganz witzig, weil die so ein bisschen auch ironisch sind und so. Ja. Ich meine, Black Ops 1 soll ja sogar eine recht diepe Story... hatte eine recht diepe Story. Ja, genau. Alter, wer denkt denn, dass das ein cooler Gegner ist? Jetzt mal ernsthaft. Kann fliegen und geht mir auf den Sack. Naja, hey. ja. Die sind Gegner sind alle klein. Ich weiß auch gar nicht, gibt es jetzt... Wenigstens leuchten sie in Signalfarbe, also richtig deutlich abgehoben vom Hintergrund, aber... Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie viele Gegner hatte Halo 1, also unterschiedliche. Kam immer wieder neue dazu. Aber es ist ja auch immer so truppenweise. Ich meine, deswegen haben wir ja auch ein Schild, was eigentlich total klug ist. Weil du hast Kämpfe, wo du nicht wie in anderen Shootern... Du wirst verletzt, egal wie. Deswegen gibt es diesen Schild, der sich regeneriert. Und deswegen muss eigentlich immer diese Portion an Gegnern überstehen. Und das ist im Grunde dein Kampf. Bei früheren Spielen hattest du diesen globalen Kampf, das komplette Level. Und du musstest halt Medipacks suchen. Das fällt dir eigentlich komplett weg und das ist sehr smart. Ja, ja, das macht schon Sinn, das irgendwie so ein Häppchen aufzuteilen. Das ist nämlich das, was zum Beispiel die Regeneration bei einem Call of Duty komplett kaputt macht. Weil du bist die ganze Zeit in einem Kampf und regenerierst dich dann während des Kampfes und nicht, du hast jetzt hier die 20 Gegner oder 10 Gegner, die machst du kaputt, nimmst Schaden, guckst, dass du nicht zu viel nimmst, aber du musst selten, während du eine Gruppe bekämpfst, in Deckung gehen, es sei denn, du bist in der Position wie ich. Mein Gott, das macht direkt mehr Spaß, wenn die Gegner mal ein bisschen schneller down gehen, oder? Ja. So. Das ist echt krass. Also so ein bisschen... Alter, der hat die Granate überlebt, während, nachdem ich auf ihn geschossen hatte. Also, ich meine, keine Ahnung, ist das jetzt der Spread von den Kugeln oder machen die wirklich so wenig Schaden? Ich glaube, das ist einfach immer daneben. Nein. Was ich eigentlich nicht glaube, deswegen halt, also aber es sieht nicht so aus und deswegen, es würde schon Sinn machen, die Gegner mal ein bisschen weniger spongy zu machen. Und die weniger nervig, diese verdammten Mistviecher. Ich habe ja schon diese Drohnen ab Halo 2, diese Insektenviecher, diese Riesenfliegen. Die fand ich ja schon ätzend, aber das hier setzt dem Ding echt nochmal die Krone auf. Habt ihr gesehen, wie die sich bewegt haben? Klein, schnell. Ja. Halten ja nichts aus. Pure Munitionsverbrauch. Achso, das ist das. Ja, ich wollte nachladen. Und was ist dann passiert? Und dann habe ich hier dieses Geschütz da ausgefahren. Wie dumm das auch ist, diese kleinen Gegner. Das ist so wie in alten NES-Spielen, wo du dann irgendwelche Sachen, so Mäuse oder Ratten hast, die dich kaputt machen, aber du kannst dich nach unten schlagen. Ja. Das ist ähnlich. Ja, ja, ja. Und die sind auch so schnell. Das, so wie Yoda in Soul Calibur. Ja. Ja, ähnlich. Kann man auch nie treffen, weil er so fucking klein ist. Und dann, ist. Wenn er merkt, oh, ich hab keinen Bock mehr, ich teleportiere mich einfach hinter dich. Oder so. Und das ist doch ätzend. Ja. Aber dieses Schild ist echt eine ganz nice Sache, wenn man das mal durchschaut hat, warum es dieses Schild gibt. Und es sichtbar ist, vor allem. Ja. Mir war das auch noch nicht so ganz bewusst. Ja, man. Jede Waffe muss so vom Damage-Output sein, eigentlich. Ja. Dann macht das instant. Also, dann kann man da so durchrushen. Ich weiß nicht, ob das der Spielstil von Halo ist. Wahrscheinlich nicht. Ja, also, es ist schon ein bisschen. Aber es fühlt sich dann irgendwie geil an. Ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es bei Halo auch mehr so, lauf rum, guck dir die Umgebung an, pff, lass dich von den Gegnern nerven. Der ganz nett ist, auch wenn gerade sehr unbunt. Ich
finde sowieso, das ist eins der unbuntesten Halos überhaupt. Das ist alles grau. Ja, das stimmt. Und so einen leichten Blaustich. So richtig viele Naturlevels gab es jetzt nicht. Am Anfang gab es ein paar grüne Flächen und ansonsten. Für mich war halt Combat Evolved. Ich habe ja wirklich nur Combat Evolved gespielt. Also richtig. Und, wo ich sagen würde, das ist der zweitbeste Teil. Ja, wahrscheinlich. Für mich ist Halo 2 so der beste, weil das ist so. Alter, was geht hier ab? Das ist von auch allen so Seiten. Sache. Du bist aber echt gelandet, perfekt in der Scheiße. Perfekt. Die erhöhte Übertragungsrate blockiert die Kommunikation. Ich weiß heute nicht, was das ist. Ich glaube, das. Wenn das hier ist, können Gegner diese Fliegteile die wiederbeleben. Behaupte ich. Oder sind diese komischen Ringe wie in Dark Souls, die ich auch nie so ganz gecheckt habe? Ja, die einen heilen. Das ist irgendwas von wegen, jemand hat da Heilmagie gemacht. Okay. Hab ich die geworfen? Ja, der hat doch hoffentlich weitergeschmissen. Wieso? Das kann ich ja weiterwerfen. Paralympics. Zweiter Platz. Master Chief. Alter, guck dir das an. Ich habe jetzt hier noch 100 Schuss. Ist das die Sniper? Nein. Das Kampfgewehr. Hier, Karabiner-Dings. Sowas, ja. Shotgun. Ja. Ach komm schon. Zwei Schüsse in der Shotgun. Ja. Nein, das geht nicht. Das will man doch nicht. Nein. Der muss mit einem Volltreffer. So müsste es sein. Genau. Immer. Wir haben hier, auch in Halo gibt es ja, sind es ja nie diese Hitscan-Waffen. Ja, das finde ich ja grundsätzlich ganz gut, weil Hitscan ist nett, aber nur Hitscan ist auch irgendwie so, ein bisschen andere Schussfrequenz, ein bisschen mehr Damage. Ja, das ist im Grunde nur. Das ist halt nicht interessant genug für mich, der mit Unreal Tournament aufgewachsen ist oder halt so mit sowas wie Turok 2, wo jede Waffe völlig krank ist und einen eindeutigen Nutzen hat. Ja. Apropos Nutzen, die nutzt langsam nichts mehr. Ich behaupte auch, die haben hier komplett, aber sehr stark dieses Auto-Aiming, die Zielhilfe verändert. Ja, inwiefern? Also weniger, mehr? Ich habe letztens ein Video gesehen, wo es mal gezeigt wurde, wie das aussieht. Also du hast im Grunde mehrere Ringe. Ja, und dann unterschiedlich stark zieht es dich da. Genau, also wenn du ganz nah dran bist, wie weit es von selbst das verfolgt. Guck, ich habe von nichts Munition! Dieser Gegner, ey. La 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 la. Gut, jetzt habe ich auch nichts getroffen. Ah, irgendwie ist das seltsam, so eine Cyber-Shotgun. Ja, keine Munition mehr. So, hier war ein Gegner, der hat keine Waffe fallen gelassen. Doch, hat er. Ich nehme alles zurück. Wo ist seine Hitbox? Das war eigentlich auch so. What? Also, ich wollte wieder nachladen. Okay. Ja, das ist alles nicht so einfach. Müssen wir den jetzt noch kaputt hauen? So. Beste KI der Welt. Okay. So. Jetzt können wir hier das noch zerstören. Zerstören. So, alle guten Dinge sind drei. Das ist so. So. Zweiter Turm, gibt es nochmal drei. Da dürfen wir wahrscheinlich genau das gleiche nochmal machen. Oh Mann. Da laufen wir jetzt noch zurück. Jetzt kommen wieder Gegner wahrscheinlich. Das ist so vorhersehbar. Woher kommt was? Die verantwortungsvolle Aufgabe für die Galaxie beschützt alle Menschen. Aber nur die Blutsfähigkeit. Ist das der Übersetzer? Der die Stimme des Didaktikers. Didaktiker. Ich registriere gar nichts. Mann, der Restaurator. Ach ja, wir können ja noch mal kurz zum Ende sagen. In der letzten Folge hatten wir diese Encounter, die Begegnung mit einem dieser komischen Viecher, die aber nicht mehr echt war, die war tot, aber hat sich irgendwie manifestiert bei uns. Ja, richtig. Diese Olle. Was? Und die hat uns jetzt verbessert.
Und wie sich das auswirkt, das werden wir höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge sehen. Noch mehr geht's noch nicht. So guck mal, das dürfte eigentlich gar nicht passieren. Wir wurden gerade pulverisiert bzw. digitalisiert. Das ist interessant. Und jetzt wollte ich gerade sagen, das erfahren wir das nächste Mal, weil eigentlich hat sie uns dagegen immun gemacht. so ist das. Just saying. Ja. Aber naja. Den haben wir jetzt noch platt. Ist das der einzige Vorteil? Ich meine, gameplaymäßig ist es ja kein großer Unterschied. Nee, ist überhaupt kein Unterschied. Das ist nur geschichtlich wichtig. Ob wir mit der Animation sterben oder mit einer anderen. So. Ja, wir wurden auf jeden Fall genverändert. Wir sind nicht mehr ein normaler Mensch. Wir sind immun gegen dieses... Wir sind doch sowieso irgendwie so ein Spaten-Genverändert. Ja, aber wir sind ja dennoch ein Mensch. Aber jetzt nicht mehr. Doppelt genverändert. Doppelt genverändert, ja. So, doppelt wir gehen jetzt besser. Hier noch raus. Allianz Luftverkehr nimmt zu. Der Luftverkehr. Wunderbar, guck mal, das Ding ist auch wieder repariert. Hat sich auch regeneriert. Sehr schön. Und wie es weitergeht im zweiten Turm, dürfen wir alle gespannt sein. Im nächsten Teil. Es passiert genau das gleiche wie im ersten wahrscheinlich. Ja. Bis genau das zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.